Was geht ab, meine Freunde? Euer Sir Jackson zu dem Gaming ist hier zu seinem allerersten Video. Und ihr habt ja bestimmt mitbekommen oder vielleicht auch nicht, dass mein Intro, glaube ich, schon vor 2 Monaten oder so hochgestellt wurde. Ja, Leute, ich habe leider 2 Monate ungefähr gebraucht, bis ich erst mal kapiert habe, dass ich YouTuber bin. Nein, Spaß, Leute. Wie gesagt, ich habe erstmal richtig lang gebraucht, bis ich mal irgendwie es geschafft habe, ein Video zu produzieren, das ihr jetzt gleich sehen werdet, oder ich werde es wahrscheinlich noch produzieren. Und zwar in dem heutigen Video, Freunde, möchte ich euch einfach mal ein richtig krasses Squad zeigen. Das Squad ist wirklich heftig, Leute. Ich könnte eigentlich echt behaupten, dass dieses Team eins meiner krassesten Teams in meiner ganzen FIFA-Laufbahn sein könnte. Denn das Team ist wirklich heftig. Und ohne viel zu labern, zeige ich euch einfach mal das Team, Leute. Freunde, ich möchte das Video nicht zu extrem lange ziehen, denn ich weiß, Leute, das regt euch wie auch mich auf. Lange Videos, das aus dem Grund möchte ich jetzt nicht jeden Spieler einzeln anklicken und stundenlang über diesen Spieler labern, sondern nur sozusagen mal einen Gesamteindruck von dem ganzen Team euch geben. Also ich will nur mal kurz eine Bewertung zu dem Team abgeben und dann natürlich werde ich noch 1 bis 2 Spiele anzocken, damit ihr auch sehen könnt, dass ich nicht wirklich einen Scheiß laber. Und ich werde euch gleich das Team zeigen. Nur ich hätte gerne noch eine Bitte, Freunde, falls euch mein allererstes richtiges Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die ersten 5 Likes wäre richtig krass, Leute, wenn ihr erstmal die 5 Likes schaffen würdet, würde mich richtig freuen. Teilt auch das Video, falls es euch gefallen hat, und dann würde ich ohne viel zu labern sagen, starten wir ins Team. Boom, Freunde, das ist das krasse Team, Leute. Im ersten Moment denkt ihr euch vielleicht, okay, ich weiß nicht, vielleicht nicht so hochgeratete Spieler, aber Freunde, ich werde euch gleich sagen, warum dieses Team so wirklich krass ist. Alexandro, kennen wir, hat hoch Arbeitsraten, ist ein schneller Spieler, ist offensiv sehr stark, kann man immer gebrauchen. In der Verteidigung haben wir ja richtig krasse Spieler, einmal den Koulibaly, das ist das Biest schlechthin, dann den zweiten Innenverteidiger, und zwar das ist der Leonardo Bonucci, den kennen ja viele noch aus der EM gegen Deutschland. Der Typ war richtig krass, oder er ist auch wirklich krass. Dann haben wir noch Abate, den ganz schnellen Rechtsverteidiger von AC Mailand. Im Tor, ganz klar, Leute, die Legende schlechthin. Gianluigi Buffon, falls ihr seine Werte noch nicht kennt oder seine Größe, er ist 1,92, einfach das Tier schlechthin, kann man sagen. Dann sind wir auch schon bei dem ganz starken Mittelfeld, Freunde. Hier haben wir einmal Nainggolan. Der zweite im Mittelfeld ist der Gary Medel oder Medel, ich weiß nicht, wie ihr ihn ausspricht. Dann der Zehner im Team ist natürlich Sosa, oder ich weiß jetzt nicht, ob ihr das als Zehner sehen würdet. Für mich ist er ein Zehner im Team, denn er macht einfach die besten Vorlagen. Er macht einfach die besten Vorlagen für die Baller, für den Stürmer. Er macht selber die krassesten Tore, er macht auch krasse Freistöße, er macht auch krasse Longshots. Bei den Typen hat man einfach alles, was man braucht. Dann kommen wir zu dem 5-Sterne-Skiller aus unserem Team, und das ist natürlich El Shaarawy, der Italiener mit sehr gutem Pace, sehr gutem Dribbling und 5-Sterne-Skills. Und da kommen wir auch zur nächsten Seite, und zwar dem Jonathan Biabini, dem schnellsten Franzosen, den ich, glaube ich, kenne oder den es je in der Geschichte gab. Der Typ hat einfach mal 95 Pace, also Freunde, zeigt mir einfach jemanden, der schneller ist als er. Denk mal, da habt ihr echt Probleme, weil er ist wirklich schnell, Freunde. Und mit dem besten Mann geht es jetzt gleich mal weiter. Das ist natürlich das Herzstück des Teams. Zuerst kommt Sosa, der Zehner, und Dybala. Dybala ist natürlich besser als Sosa und ist sozusagen der König im Team oder der Kapitän. Also ich weiß gar nicht, ob der Kapitän ist, aber meiner Meinung nach ist er so wie ein Kapitän. Denn er schießt einfach die meisten Tore, er macht die krassesten Angriffe, er macht die krassesten Konter, er ist einfach der krasseste. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde, das Wichtigste ist ja, wie lässt sich das Team spielen. Das muss ich euch natürlich auch mal zeigen, damit ihr mal ein Gefühl habt, wie ich mit diesem Team persönlich umgehen kann oder wie ihr dann später auch mit dem Team spielen könnt. Und dann würde ich sagen, ohne viel zu labern, gehen wir oder springen wir, so wie FGU das sagt, ins erste Match.
Okay, Freunde, Biabini ist on. Und der Elfmeter, Freunde, wir kriegen gleich einen Elfmeter in der 6. Minute. Gefoult durch John Terry und John Terry bekommt natürlich auch noch eine gelbe, weil das war eindeutig ein Foul und da haben wir auch unseren Elfmeter. Geiles Ding. Okay, jetzt muss ich nur noch reinmachen. Jawohl. Und die Baller mit dem Dab, Freunde. Jawohl, das 1:0 in der frühen 6. Minute. Starkes Ding auf jeden Fall und die Baller macht es ganz schön. Nein, nein. Oh, schön gemacht vom Gegner. Wir waren einfach zu schlecht, um den Ball zu verteidigen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie wir den einfach nur so kurz gespielt haben mit Buffon. Schon wieder viel beim vorigen Spiel, Freunde. Wir müssen einfach die Chancen besser verwerten. Nein, Freunde, so ein schöner Ball, aber ich mache mal wieder irgendwie den größten Schwachsinn, den es in FIFA gibt. Jawohl, Freunde, das 2:1 durch Alexandro schon wieder mal der Dab. Das ist, glaube ich, mein Lieblingstorjubel, den mache ich gefühlt 10.000 Mal, obwohl ich niemals 10.000 Tore schieße. Nein, Spaß, Freunde, auf jeden Fall richtig schön gemacht. Okay, da ganz schön jetzt. Da haben wir Sharawi auf links. Und Naigulan mit dem Nachschuss, mit dem Seitfallzieher. Damit haben wir das 3:1 gemacht. Und das 4:1, Freunde, da war jetzt so eine Verwirrung. Ich gebe es auch zu, das war ein bisschen blöd für den Gegner, war jetzt ein bisschen traurig, aber das ist FIFA, Freunde, das kann man nicht ändern. Und Sosa hat es dann ganz schön in den Winkel gesetzt, hier ganz schön an den Pfosten und dann ins Tor. So schnell geht das 4:1. Und ja, Freunde, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, nicht irgendjemanden da hinten, sondern genau dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass auf jeden Fall ein Like da, wäre auf jeden Fall richtig fresh und nice. Nein, Spaß, Leute, chillt euer Leben. Auf jeden Fall, haut rein. Und schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr noch so alles sehen wollt, für was für Content ihr sehen wollt, was für Stuff ihr sehen wollt auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.